Das hier ist auf jeden Fall ein Tag, den Ellie so schnell nicht wieder vergessen wird. Oh, sie kann sogar hier einen Tagebucheintrag machen. Oh, da müssen wir gleich mal reingucken. Da war scheinbar schon was drin. Moment. One day. Ach, geil. Sie träumt davon, hier ins Weltall zu fliegen. Oh, wait a second. Okay, warte mal, wir müssen mal hier. Oh, wir müssen mal ganz weit zurückblättern kurz. Da war nämlich gerade schon ein Eintrag von Dina, habe ich gelesen. Okay, hier hat sie probiert, einen Hirsch und einen Reh zu zeichnen. Nicht schlecht. Also, sie kann nicht gut zeichnen, ne? Tommy und Joe hat sie gezeichnet. Cool. So, Moment, das müssen wir erstmal lesen hier. Der Hofdienst nervt. Ich verstehe echt nicht, warum manche Leute darum bitten, dazu eingeteilt zu werden. Notiz an mich: Mit Maria reden und fragen, ab wann ich mich fürs Patrouillentraining anmelden kann. Dina und ich haben heute diesen coolen alten Campingplatz entdeckt. Sie hat erzählt, dass Kinder dort früher ihre Sommerferien verbracht haben und Spaß hatten. Wir haben ziemlich viele Mal- und Bastelzeug gefunden. Draußen hat es geregnet und sie hat farbiges Papier ausgeschnitten und Kronen für uns gebastelt. Das war ein guter Tag. Also ist Dina auch schon relativ lang mit dabei hier, hä? Krass. Joel hat gesagt, dass wir nächste Woche zu meinem Geburtstag einen Campingausflug machen. Er hat etwas gefunden und meint, dass es mir gefallen wird. Er scheint sehr stolz auf sich zu sein. Ganz der selbstgefällige alte Knacker. Stark. Kat hat beim Filmabend neben mir gesessen. Unsere Ellbogen haben sich die ganze Zeit berührt. Ob sie das mit Absicht gemacht hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Vermutlich nicht. Cat? Ah, okay. Dean hat mir eine Krone zum Geburtstag gebastelt. Sie war nochmal bei diesem Campingplatz und hat Papier geholt. Sie ist ziemlich klasse. Kann sein, dass Ellie irgendwie so gefühlt für jedes Mädel in diesem Laden einfach einen Crush hatte. Sehr gut. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Cat ein Mädel ist, oder? Ich denke schon, ich denke schon. Na gut, Joel, was sagst du? Wo sollen wir jetzt weitergucken? Können wir hier durch? Ist das eine Tür? Ah, das ist eine Tür. Okay. Ach, dann ist das der Haupteingang dahinter, oder? Ah. Oh, das hat einen Außenbereich hier. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los! Und wie genau willst du da hinkommen? Keine Ahnung, schlag was vor. Schwimmen. Körper rein, oder? Ah, warte mal ganz kurz, erstmal hier umgucken. Mensch, so ein Heizpilz, also wenn die noch funktionieren, nehmen wir einen mit, würde ich mal sagen. Die wären bestimmt auch für unsere City ganz cool. Ne? Oh, ist schön hier, ne? Könnte schon fast absichtlich angelegt sein. Abgesehen davon, dass es halt keinen Weg mehr darüber gibt. Aber ansonsten könnte das hier schon fast Absicht sein. Ach, ich bin immer noch begeistert, was Joel hier aufgezogen hat, ne? Das ist so cool. Kann ich jetzt echt einfach runterspringen? Okay. No! Ellie! Oh Gott! Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Toll. Ja, geil. Oh. Ach, da ist er. Ich liebe diese Interaktion zwischen Joel und Ellie. Ich habe die schon im ersten Teil geliebt, sobald sie sich ein bisschen besser verstanden haben. Wie so ein nasser Hund. Sehr gut. Was ist das denn? Ja, genau, Naturabteil. Ah, guck mal einen an. Das ist so ein All-in-One-Museum irgendwie, ne? Cool. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Könnte theoretisch gefährlich sein da drin, aber ich denke mal, da ist jetzt einfach schon seit Jahren keiner mehr gewesen, ja? Okay. Hoffen wir einfach mal. Jo. Und hoch. Das ist nämlich die Sache, Leute. Wenn wir hier so schöne Szenen erleben in diesem Spiel, dann, Oh, die Tür kriegst du so schnell nicht auf. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Okay. Und du auch. Ja, hier ja. Gibt's Dinosaurier. Ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir irgendwie ein Seil oder so, was wir ihm rausschmeißen können. Aber wir könnten das jetzt hier nirgends festmachen wahrscheinlich. Natural History Center.
Aha, Animals of North America. Boah, auf die Spinne kann ich verzichten, Alter. Geh mir weg. Geh mir weg. Mal schauen, was wir so finden. Oh, lol. Oh. Fuck. Wir haben actually eine Waffe dabei. Ich bin gerade zum ersten. Da sieht man mal, wie gut diese Überraschung war, ne? Das hat mich wirklich so überrascht und so gefreut. Ich habe ganz vergessen, zu checken, ob wir Waffen und sowas dabei haben hier. Tatsächlich haben wir eine Waffe dabei und wir können die benutzen. Ah, sie hat auch damals schon diese Sammelkarten gesammelt. Da muss sie mittlerweile ganz schön viele haben, meine Güte. Ja, das ist insofern schlecht, als wenn wir eine Waffe haben, dann werden wir die wahrscheinlich auch immer gebrauchen müssen. Oh, alles Gute, Kumpel. Alles Gute, ja. Du, der ist ziemlich dead. I killed for them. Er brauchte eine Umarmung. Ja, ich möchte aber, glaube ich, nicht der sein, der ihn umarmt. Glaube nicht. Ich sollte mal dieses blöde Gedöns ausschalten, dass der immer alles übersetzen möchte, ne? Warte mal kurz, Leute. So, jetzt sind wir den Blödsinn los. Weil das kann ich immer auch gerade noch so selber übersetzen. Das bisschen, was da in Englisch steht. Da brauche ich sicherlich nicht diese ganzen blöden Hinweise die ganze Zeit dafür. Bison. Das ist cool, so 3D, ne? Ist das echt oder sind das irgendwelche Nachbildungen? Ah, kann ich hier? Ja, ich kann da hoch. Oh, ja. Der Hirsch macht es nicht mehr lange, glaube ich. Na gut, okay, aber von hier aus finden wir scheinbar auch keinen Weg. Es sei denn, Joel kann vielleicht hier die Kuppel irgendwie nutzen. Die ist kaputt, aber da wird er nicht wirklich gut reinkommen. Vor allem kommen wir dann auch beide nicht mehr raus, ne? Das wäre auch ein bisschen scheiße. Okay, alles mögliche an Vögeln. Songbirds. Die Singvögel. Es ist dunkel hier. Four soldiers at the gate. The last one cried. Was? Die vier Soldaten am Tor und der letzte heult. Gut. Okay. Scheiße. Die Frauen wurden gefoltert, in ihrem eigenen Blut erstickt. Oh oh. Also hier scheint doch ein bisschen was abzugehen. Ich befürchte, der schöne Part dieser Überraschung ist vorbei. Jetzt kommen unschöne Überraschungen. Scheinbar war hier mal ausgerechnet jetzt. War hier mal irgendwann irgendjemand. Ich hole mir auf jeden Fall diese Flasche. So. Das kann nie schaden. The stragglers who snuck into camp, they just wanted food. Oh, was ist stragglers? Jetzt hätte ich die Übersetzung doch nicht ausmachen sollen. Streuner? Keine Ahnung. The kid who ran into the blast. I couldn't stop him. Was ging denn hier ab, Alter? Irgendwelche Frauen, die gefoltert wurden? Irgendwelche Wachen am Tor? Irgendwelche Kinder, die explodiert sind? Was zum Fick? Was geht denn hier? Okay, check erstmal hier. Von da kommt nichts, ja? Okay, gut. Ich soll vielleicht auch mal den Überlebensinstinkt nutzen, Null. Nichts zu sehen. The people in the van, we locked them in and dosed it with gas. Okay. Also wenn wir irgendeinen Van sehen, sollten wir vielleicht vorsichtig sein. Da geht's theoretisch rein. Hier rechts geht's theoretisch auch rein. There is no light. War das Fireflies? Goddammit, Alter. Wenn da gleich irgendein Jumpscare kommt, dann, kotze ich. Dann schrei ich. Ich könnte die Flasche werfen, ne? Um mal zu gucken, ob sich irgendwas regt. Das sollte ich vielleicht sogar tun, ich weiß nicht genau. Bevor ich jetzt so durchkraxel, oder? Oh ja, das sieht echt nicht gut aus hier drin. Boah, der hat sogar Munition. Scheiße, das ist nicht gut. Also schon gut, aber na, das gefällt mir nicht. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten.
Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagt schon unser Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen, würden wir wieder irgendwas in mir entfachen. Einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch. Vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr tragen, zu der ich geworden bin. Könnte schon Firefly sein, oder? Weil in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, ist das mit Ellie und den Fireflies ja noch nicht so lange her. Weiß ich nicht, ob es damals diese andere Gruppe schon gab. Ich werfe da jetzt eine Flasche rein. Naja. Ist die Waffe durchgeladen? Nee. Okay. Ich hätte mir Joel vorher Bescheid sagen sollen, dass hier was abgeht, oder? Nur kurz zu Joel zurück. Dämliche Fake-Viecher. Was sind die Fake? Ja, nicht ausgestopft. Oh, die Augen sind aber crazy, Alter. Aber die haben den Lärm nicht gemacht, also werden die es nicht gewesen sein. Oh mein Gott, was? Leck mich! Shit! Naja gut, wenn das alles war. Lügner. Ellie? Ich bin hier! Oh, hi. Nur ein Wildschwein. Was war das denn? Nur irgendein Tier. Also doch. Ha! Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Wen meinen die mit Lügner? Meinen die uns? Also doch die Fireflies. Krass. Aha, das war alles Tag 1 von Seattle bisher. Junge, was ist da bisher alles passiert? Ach du Scheiße. Sind wir echt nicht vor zu Dina gegangen? Was? Du kannst ja nicht da vorne alleine hängen lassen. Was? Ellie, was ist mit dir? Come on! Hä, die kann dir doch nicht sowas sagen und danach lässt du sie hier alleine hängen. What the hell? Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wofür ich jetzt bitte schön die 5 Schuss Munition hatte, ne? In der anderen Szene gerade. Ah, okay. Nimm die Gitarre mit nach vorne und spiel ihr was. Ja, schön, jetzt kann ich hier ein bisschen. Nimm sie doch mit! Dina gefällt das doch. Mann, ey. Also Ellie ist irgendwie auch so ein bisschen, ne, ein bisschen Nachhilfe braucht die in dem ganzen Romantikkram schon noch, oder? Krass. 2013, ja. Das war dann, dass das erste Scheiß losging, ne? Wenn man davon ausgeht, dass Last of Us damals in der, damals in unserer Zeit gespielt hat am Anfang. Ja gut, wir haben glaube ich da vorne gerade Stimmen gehört, oder? Sofern Dina keine Selbstgespräche führt, sollten wir mal vorsichtig checken, was da abgeht. Nein, keine Stimmen? Okay. Dina. Warum geht die jetzt hier einfach alleine irgendwo hin? Ja, okay. Das ist ja das Klo oder was? Nee, warte, hier war ich. Deswegen steht die Tür offen. Scheiße. Warte, irgendwas war hier gerade. Ah. Vielleicht war ich hier auch doch noch nicht.
Vielleicht war ich hier auch noch nicht. Oh, wow. Warte mal, haben wir nicht nur so ein paar Pillen gefehlt gehabt? Ja, ne, ein paar mehr fehlen schon noch. Gegner im Lauschmodus, die werden deutlich angezeigt. Oh, das ist alles so gut hier, ne? Das ist wirklich gut. Das ist alles wirklich gut. Habe ich aktuell einen Schalldämpfer? Ich kann gerade meine Waffen gar nicht nutzen. Achso, okay, dann sind wir hier einigermaßen sicher scheinbar. Lol. Das ist ja seltsam. Okay. Hey, dann brauche ich mir auch relativ wenig Sorgen machen, würde ich mal sagen. Ist sie aufs Dach hoch oder was? Was macht die denn hier, Mann? Um mir Bescheid zu sagen. Ach, die spielt am Funkgerät, wetten. Ja. Die spielt am Funkgerät. Ja, ist okay. Ah, dann das war ich die Stimme. Vielleicht hat sie wen erreicht. Oh. Ja. Ja. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Ist das echt repariert? Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Hm. Ja, leid tut's mir nicht. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Mhm. Vielleicht. Hoffen wir's. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo. Komm zu Standort 2. Wiederhole. Bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Ja, und hast du dir auch überlegt, was wir jetzt machen? Männliche Eindringling? Tommy. Oh, shit. Wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Also, gehen wir jetzt ganz normal weiter? Ey, die ist doch echt jetzt in keiner Verfassung dazu. Dina? Dann lass sie hier oder so. Ja. Nicht gut. Hey. Oder lass sie zurückgehen, oder? Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall das Klügste. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Na, danke. Ein bisschen Glück werden wir jetzt brauchen. Und zwar, dass sie hier nicht entdeckt wird. Jetzt sind wir also allein unterwegs. Okay, Hillcrest. Bin ich hier richtig? Ja. Definitiv richtig. Dann hoffen wir, dass wir jetzt schnell Tommy finden. Das muss Tommy sein. Scheiße. Okay, bisher alles einigermaßen clean.
Ja, ich war gern mit ihr zusammen unterwegs. Sie war natürlich auch extrem hilfreich, muss man sagen. Ne? Sie hat immer mir zugerufen, wo irgendwelche Gegner sind und so weiter. Das hat schon des Öfteren mir mal ordentlich was gerettet, weil ich immer von der Seite irgendwie angemacht wurde von denen, dass ich immer nicht so mitbekommen habe. Wird jetzt also ein bisschen bisschen schwieriger. Ja, das ist schon wieder kein Platz mehr. Gell! Ich sag's dir, wir müssen mehr Stuff verwenden, Leute. Wir müssen mehr mit Molotovs um uns schmeißen, auch wenn ich da von den letzten Parts gerade erst so ein paar verbraten habe. Aber wir müssen wirklich da ein bisschen gucken, dass da was passiert. Okay. So, wir gucken hier schön trotzdem alle Häuser und sowas vorher an. So viel Zeit muss sein. Upp, da ist ein Loch im Boden. Ah ne, das ist eine Pfütze. Never mind. Kennt ihr diese Illusionsteppiche? Ne, die so aussehen, als wäre es so ein Loch, nur dann ist es halt einfach nur ein normaler Teppich. Ganz weird Stuff. Gibt's hier gar nichts? Ah, wollte gerade sagen. Wie viel fehlen mir noch? Wie viele Pillen? Ja, shit. Schon noch so ein paar. Oh. Ah. Hallo? Super. Ist meine Waffe schon verbessert? Ja. Klasse. Und was anderes brauche ich scheren nicht. Ach ja. Wie ist meine Waffe eigentlich noch verbessert? Ne? Ich habe damit schon zwei Schläge ausgeteilt und trotzdem ist die noch stabil. Das ist mir im letzten paar Parts schon irgendwann aufgefallen, dass ich tatsächlich mehrfach mit der Verbesserung zugeschlagen habe. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass das ging. Normalerweise war es immer so im Part 1. Du hast einmal draufgekloppt, das war ein One-Hit. Und danach war die Verbesserung weg und du hattest eine normale Waffe wieder. Es scheint jetzt scheinbar so zu sein, dass die Verbesserung einfach die Waffe generell stärker macht und dann bleibt. Was ja tatsächlich gar nicht mal so scheiße ist eigentlich. Was für fucking hässliche Mäntel. Ist das eine Krawatte, was du da oben hast? Junge, Junge, Junge. Also viel lässiger geht's auch wirklich nicht mehr. Okay, wir sind ja nicht jetzt im Modeshoppen. Wir sollten lieber mal die Augen offen halten. Ich möchte ungern überrascht werden. Und mich dann nicht mehr verstecken können. Möchte ich da runter? Ich bin mir noch nicht genau sicher, wo ich eigentlich lang soll, wo mein Hauptweg ist quasi. Abgeschlossen. Ich möchte jetzt nicht aus Versehen wieder in die richtige Richtung rennen, so wie bei den Shamblern unten, ne, wo wir den einen Abzweig verpasst haben. Ich nehme an, da wahrscheinlich so eine Sammelkarte und sowas. Oder vielleicht ein paar Waffenteile, weil Waffenteile haben wir schon lange nicht mehr gefunden, tatsächlich. Das wundert mich auch ein bisschen. Da haben wir schon extrem lange keine mehr gehabt, eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt aktuell? Wird mir das nicht irgendwo angezeigt? 41, ja. Also das ist halt wirklich gar nichts. Da können wir nichts machen. Und die letzten Verbesserungen sind jetzt schon eine Weile her, meine ich. Vielleicht haben wir aber einfach am Anfang auch nur extrem viele bekommen und jetzt dünnt sich das halt ein bisschen aus. Warte, kam ich aus dieser Richtung? Ich kam aus dieser Richtung. Hier ist das Straßenschild. Nee, das ist nicht. Shit. Fuck. Von wo kam ich? Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Na, da vorne ist das Straßenschild. Okay, dann kam ich aus der Richtung. Oder? Nee, hä? Nee, nee, ich kam schon von hier. Passt. Okay, dann gehe ich jetzt trotzdem erst in dem Haus da unten in den Keller rein. Ich denke, das ist nicht der Weg, wo ich lang soll. Das wird schon passen. Falsches Haus, oder? Ja, zwar falsches Haus, weil hier war ich eigentlich schon, aber ich habe diesen Raum hier offensichtlich übersehen. Okay. Dann war es ja doch ganz gut, dass ich nochmal rein bin. Gut, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt eigentlich hier hinten rum und in dieses Haus rein, genau. Und hier, nee, da. In den Keller. Ja. Ach ja, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Werkbank, ja moin. Das hilft mir jetzt leider original gar nicht, weil ich wirklich so wenig Teile habe. Ah, Munition, Munition ist immer gut. Na? Ich habe schon mal irgendwann gelobt, dass man viel, viel weniger die Waffe schütteln muss. Die Taschenlampe. Jetzt gerade innerhalb von einem Paar zweimal. Das ist natürlich ganz schön ordentlich. 40 Zusätze. Ja, das ist halt nicht so viel, ne? Damit kann ich nicht sonderlich viel anfangen, denke ich. So, oh, warte mal. Hier war ein Lager von irgendwem. Tommy? Maybe? Nee. Das ist nicht schlecht. Ist der beste Klickerkiller in der ganzen QZ. Bogen. Ob wir den hier irgendwo finden? Das wäre natürlich richtig stark. Lager scheint schon länger verlassen zu sein. So wie es hier reintropft, würde ich jedenfalls nicht länger da bleiben wollen, als ich muss. Wow.
Boris Legasso oder was steht da? Legasso, ja, irgendwie sowas. Ja. Sunnyvale Bogenschießen, erster Platz. Okay. Ja gut, schauen wir mal, ob irgendwas geht, aber ich denke tatsächlich nicht. Ah, oh, da war noch ein bisschen. Bisschen Verbesserungsstuff. Doch, geht tatsächlich was. Okay, was wollte ich denn machen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich wollte hier die Feuerrate erhöhen, glaube ich. Das wäre einigermaßen wichtig. Er schießt relativ träge, leider. 30 Teile dafür. Oh, Nachladegeschwindigkeit. Ja, wäre auch was. Okay, ich gucke jetzt ansonsten erst nochmal. Gut, die Schrotflinte habe ich bisher überhaupt nicht verwendet. Ich weiß gar nicht, wie die sich verhält. Das hier verwende ich ganz gerne tatsächlich. Stabilität, Kapazität haben wir schon. 6x 10 Ferro. Ach, habe ich auch schon. Okay. Mehr Schaden wollte ich hier haben. Stimmt, dass ich mit dem Ding one-shotten kann. Aber das können wir uns noch nicht leisten, leider. Jetzt die Frage, kommt bald wieder eine Werkbank, ne? Und ich warte. Oder machen wir jetzt irgendwas, was wir halt gerade können? Was kann ich denn hier so machen? Feuerrate, Stabilität, Rückstoß. Ja, Feuerrate, Pistole. Nee, Pistole ist eigentlich okay, wie sie ist, da man den Schaden hier nicht erhöhen kann. Scheiß drauf. Ja, ich würde, glaube ich, hier auf den Schaden warten. Das ist das Wichtigste eigentlich. Hier Feuerrate, ja, aber dafür kann ich dann stattdessen die Pistole verwenden. Also würde ich sagen, wir warten tatsächlich auf den Schaden beim Gewehr. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Die 5 Teile retten mich jetzt leider auch nicht mehr. Ja. Nee, okay, passt. Lassen wir so stehen, würde ich sagen. Ach so, die Tür, das ist die Tür, die verschlossen war von der anderen Seite, ne? Ja. Okay, sehr gut. Ah, schade. Schade. Also sollten wir jetzt noch irgendwie 30 Teile finden in den nächsten paar Metern, werde ich nochmal zurücklaufen. Ich laufe in die falsche Richtung. Aber ansonsten... Naja. Hat es leider dann keinen Sinn. War ich jetzt hier schon drinne? Gott, ey, ich kann mir das nicht merken. Ja, hier war ich schon drinne. Von der anderen Seite bin ich rein. Warte mal, kann ich da vorne durch die Fenster? Ja, war ich hier schon? Nein. Aber hier scheint es auch nichts Wichtiges zu geben. Wäre halt geil, wenn wir jetzt noch so ein paar Waffenteile finden würden, ne? Das wäre schon cool. Das würde ich schon fühlen, muss ich sagen. Ah, warte mal, wie sehen denn die Leben aus? Die Leben sehen super aus. Aber wir haben ja gelernt, wir können mit der Nahkampfwaffe tatsächlich diese blöden Automaten klein schlagen. Wenn da noch was drin ist, dann kann man das entsprechend mitnehmen und sich damit heilen. Das wusste ich halt echt nicht, ne? Das ist echt crazy. Was im ersten Teil auch schon ging? Ich habe da halt nie, bin nie auf die Idee gekommen. They think we are sheep. Bear your fangs. Es geht um die Wolf. Um die WLF. Oh, Munition, ja. Und wir können die sogar mitnehmen. Haha. Gut, dass ich mit dem Revolver ein bisschen was geschossen habe. Aber tatsächlich haben wir, glaube ich, nur noch... Wir können auch bis zu 12 Schuss mitnehmen, glaube ich, von dem Ding, ne? Ja. Ja, der ist bald schon wieder voll. Der ist bald schon wieder voll. Thank you.